Good morning! So, today's the day. Ich werde rausgeworfen. Es tut mir echt leid, dass meine Kette ist richtig nervig, weil das immer so knistert. Aber da ist ja mein Handy einfach zu viel wert. Ich will nicht, dass es runterfliegt, weil ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich muss jetzt ganz dringend duschen. Aber ganz dringend. So bewahre ich übrigens meine Fake Lashes vor. Also vor, Alter. Auf, sorry. Ey, ich sehe so schlimm aus. Wow. Wow. Ich muss gleich vor Gästen arbeiten. Okay, ich weiß nicht, wie ich das noch safen soll. Ich habe übrigens das mein anderes Piercing, das danach reinkommt. Nur, ich wollte es eigentlich nach der Quarantäne raustun, aber ich glaube, ich lasse es noch. Ich trage ja eh die ganze Zeit die Maske und dann kann ich mir immer da so Salbe drauf tun. Und ich habe halt gar keinen Bock, dass sich das noch entzündet. Und ich hier noch so ein Drama habe, weil mein Piercing sich entzündet. Das will ich nicht. So. Und schon bin ich zurück. Also mein Aussehen ist immer noch gleich geblieben. Ja. Sieht aus wie ein Hamster. Ich muss hier gerade einen PCR-Test machen. Hopefully negativ. Ich kann auch einen How-to-Wert so hübsch wie ich drehen. Kurz gesagt, geht nicht. Geht nicht. Ich dachte, ich setze mich mal in ein schöneres Licht. Da könnte meine Schönheit ein bisschen besser betrachten. Jetzt tue ich so, als wüsste ich, wie man mit so einem Stein umgeht. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber ich weiß nicht, wie man damit umgeht. Mein Internet hat leider nicht gereicht, um mir ein Tutorial anzugucken. Und das ist noch das, was hängen geblieben ist von vor einem Jahr, als ich das mal angeguckt habe, so ein Tutorial. Ich freue mich so sehr auf Sport. Ich habe halt irgendwie das Bedürfnis, mich mitzuteilen. So wie immer. Aber es gibt halt einfach nichts zu mitteilen. So. Ich fülle jetzt meine Haare. Und dann chill ich nochmal 2 Stunden. Dann geht's Mittagessen. Ich habe gerade ein paar Fotos gemacht. Und, ja. Also ich muss hier noch ein bisschen aufräumen und zusammenpacken und putzen. Ich habe jetzt extra eine Hose angezogen. Nach 5 Tagen, dass ich jetzt diese Sequenz drehen kann. Also, ich putze jetzt den Boden. Habe ich gerade gefunden. Ja. Wird echt ein Chaos, dieses Video zu schneiden. Ich drehe hier parallel irgendwie so 8, habe ich so 8 neue Videos angefangen zu drehen. Ey, ich sag euch, der Typ, der mich heiratet, der hat wirklich eine Hausfrau geheiratet, du. Ups. Kurze Dating-Anfrage geht hier raus. Jeder, der für sein Leben sich mit so einer Frau sieht, die alles kann, da bin ich die falsche Anstelle. Da bin ich die falsche Anlaufstelle. Was kann ich? Ich kann gut aussehen. Das war's. So. Ich kann putzen. Hallo Oma. Meine Oma findet es übrigens gar nicht lustig, dass ich nicht kochen kann und nicht putzen kann. Und dass ich so krass unordentlich bin. Ups. Vorher. Ich muss hier alles wieder gut
Sachen, was ich dem Housekeeping angetan habe, ey. Wenn die mein Zimmer putzen, die denken sich so, wer war hier? Hätte ich geputzt. Also, ich dachte, ich lasse mir die Haare hier schneiden auf dem Schiff, weil wir kriegen auch noch so Mitarbeiterrabatt und so. Jetzt habe ich aber die... Oh, ich weiß nicht. Jetzt habe ich aber die Friseurpreise gesehen und dachte mir so, ne, ich schneide mir meine Haare wieder selbst, weil ich schneide meine Haare schon immer selbst, so ich war noch nie beim Friseur. Ich habe jetzt aber nur eine Nagelschere. Ich weiß nicht, ob ich sie mit einer Nagelschere schneiden soll. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Irgendwie hatte ich gerade, kam mir gerade die Idee. Wieso mache ich es nicht einfach jetzt? Ist ja nicht so, dass ich so 7 Tage Zeit hatte. Gut, dass mir jetzt so in der letzten halben Stunde auffällt. Alter, die sind so lang. Wow. Habe ich überhaupt was weggeschnitten? Ich weiß nicht. Meine Haare sind so dünn geworden. Das sind meine ganzen Haare. Meine ganzen Haare. Wow. Ich habe aufgeräumt. Ich wusste gar nicht, wie sauber das Zimmer eigentlich war. Voll vergessen. Wird jetzt bald geholt. Oder auch nicht. Mal gucken. Jay ist auf jeden Fall hier. Ich habe alles gepackt. Bin auf jeden Fall ready, wenn man mich holt. Aber genauere Informationen habe ich auch nicht bekommen. Eine Roomtour aus meiner Kabine. So sieht es hier aus. Genau. Ganz cute. Herzlich willkommen. Oh Gott, das Licht. Perfekt. Herzlich willkommen zu einem Try-On Crew-Dings. Ich habe jetzt hier meine ganzen Klamotten bekommen. Hier. Na? Und jetzt bin ich gespannt, wie ich gleich aussehe in der Uniform. Ich bin so gespannt, wie die Hosen sitzen. Hier sieht die ein bisschen groß aus, aber vielleicht passt sie mir auch. Das ist ein bisschen zu groß. Oh je. Perfekt. Perfekt. Hi. Ich hatte jetzt meinen ersten Arbeitstag. Ich weiß auch nicht, wie diese Klimaanlage hier ausgeht tatsächlich. Naja, was ich sagen wollte ist, ich war halt, keine Ahnung, ich habe halt die ganze Zeit die Shows angeguckt und stand halt daneben. Hab den Gästen Hi gesagt, so ein paar auch nicht. Das war es auch eigentlich schon, wirklich. Also mehr, ich habe nichts anderes gemacht. Ich stand da so, habe die Shows angeguckt. Da war so ein Comedian zu Gast, habe den Comedian zugehört, war ganz witzig. Habe ich den nochmal Backstage getroffen, habe so mit den Gastgebern gequatscht. Ja, das war mein ganzer Job. Also, keine Ahnung, ich dachte einfach nur so, lol, that's it. Ja, und was wollte ich noch sagen? Für eine Stunde muss ich Boccia spielen mit denen. Und es ist nicht so, dass man die Regeln erklärt, sondern man muss mit den Gästen mitspielen. Und ja, das ist einfach mein Job. Ich find's cool. Ich find's wirklich cool. Und dann um 20.15 Uhr muss ich nochmal irgendwas aufbauen helfen für so 20 Minuten. Und danach ist so immer meistens socializen. Das ist halt so, abends laufen dann so die Gastgeber rum und reden so ein bisschen mit den Leuten. Wir müssen die halt so oft darauf aufmerksam machen, dass sie ihre Maske tragen müssen, die Stars Hände waschen sollen. That's it. Freut mich voll. Finde ich voll cool. Du kannst ruhig weitergehen.